Hallo liebe Leute, hier ist wieder euer Vanny vom Halo Cluster. Ihr seht hier die neueste Cluster News Folge. Während die diesjährige E3 auch einiges an Spielen mit sich brachte und sicherlich auch diverse interessante Neuigkeiten, blieb sie für uns Halo-Fans aber ein wenig hinter den Erwartungen zurück. Dafür war der Auftritt von Halo Wars umso eindrucksvoller. So wurde uns ein neuer Trailer aus dem Hause Blur vorgestellt, der durchaus zu überzeugen weiß. Dieser Trailer zeigt die scheinbar direkt auf dem Schlachtfeld anwesenden Kontrahenten, Captain Carter und Brute Atriox, die Einheiten unter ihrem Befehl gegeneinander ausspielen. Der Clou: In Wirklichkeit sieht man hier zwei verschiedene Ebenen. Einmal die wahre Schlacht am Boden und einmal das strategische Schachspiel, das die beiden sich liefern. Einige von euch, die das RTS-Genre bereits ein wenig länger verfolgen, werden sich etwas an das Intro von Age of Empires 2 erinnert fühlen. Natürlich macht Blur nicht nur die Trailer, sondern auch wieder die Cutscenes für die Kampagnenmissionen. Und somit darf man sich bereits auf eine große, actiongefüllte visuelle Vielfalt vorbereiten, die einen wieder wünschen lässt, es gäbe endlich einen anständigen Halo-Film. Von der Kampagne hat man bisher nur kleine Ausschnitte sehen können. Es soll sich aber wohl um die Arche drehen und als Gegenspieler wird einem die Brute-Fraktion The Banished vorgesetzt, die unter der Führung des schon zuvor genannten Brute Atriox steht. Ein bisschen mehr Informationen als zur Kampagne hat uns 343 Industries über den Multiplayer verlauten lassen. Denn hier sollen die Modi Skirmish, Strongholds, Domination, Deathmatch und Blitz vorhanden sein. Skirmish ist dabei ein kooperativer Modus, in dem man gegen KI antritt. Strongholds hingegen bietet euch als Gegner nicht nur einen anderen Spieler, sondern auch noch die Zeit. So gilt es vor Ablauf eines Timers möglichst mehr Basen als ein Gegner einzunehmen. Domination ist bereits in der Beta spielbar und lässt euch verschiedene Kontrollpunkte erobern. Je mehr Kontrollpunkte der Gegner hat, desto schneller geht seine Punktezeile nach oben, die für euer Team dagegen leider gegen 0. Das Team, das als erstes 0 Punkte erreicht hat, hat verloren. Deathmatch ist dann hier wohl der eher klassische Modus, kämpfen bis zum letzten Mann. Und zu guter Letzt gibt es noch den mysteriösen Blitzmodus, der einen einzigartigen Ansatz haben soll. Viel wurde dazu aber noch nicht veröffentlicht. In der PC-Gaming-Show im Anschluss zur Pressekonferenz sprach dann Dan Ayoub noch ein wenig mehr über die Gedankengänge hinter dem Spiel. Unter anderem betont er dabei, dass die PC-Bedienung nicht nur eine Portierung des Konsoleninterfaces ist und weiterhin, dass man erkennt, dass es bei RTS verschiedene Skill-Level gibt und man Gelegenheitsspieler und Pros getrennt halten möchte, um beiden ein erfreuliches Erlebnis zu bieten. Weiterhin ist das Spiel auch eines der Xbox Anywhere-Titel. Diesen Begriff widmen wir uns gleich noch. Das bedeutet, dass es auf PC und Konsole zugleich erscheinen wird, und zwar am 21. Februar 2017. Dem einen oder anderen mag jetzt vielleicht aufgefallen sein, dass es nicht das Release-Datum ist, das ursprünglich angepeilt war. Und ja, ihr habt richtig vermutet, das Spiel wurde leider etwas nach hinten verschoben. Aber verzage nicht, wie bereits erwartet, hat Dan Ayoub bereits während der Pressekonferenz angekündigt, dass es noch für diese Woche, in der hoffentlich auch noch diese Cluster-News erscheinen, eine Open Beta geben wird, in dem sich das Spiel begutachten lässt. Wir haben die Beta auch bereits angespielt und eins sei gesagt, es hat einen Grund, warum der Veröffentlichungstermin verschoben wurde. Das Spiel macht zwar bereits Spaß, ist aber speziell, auch was die Steuerung angeht, noch etwas verbesserungsdürftig. Auch der Umfang hält sich momentan noch in Grenzen, mit zwei spielbaren Anführungen, einer Karte und einem Modus. Aber ab dem 17.06. soll es zumindest einen weiteren Modus geben, nämlich Deathmatch. Trotzdem der Umfang jetzt in der Beta noch nicht so groß ist, wird diese nicht müde, euch zu vermitteln, dass man das Spiel ja bereits vorbestellen kann. Und zwar in zwei Versionen, die Standard Edition und die Ultimate Edition. Letztere kostet stolze 90€, beinhaltet dafür neben dem Spiel aber auch den Season Pass und, was wohl noch etwas interessanter ist, eine Halo Wars 1 Definite Edition, die leicht verbesserte Grafik aufweist und auch am PC spielbar ist, vorausgesetzt man hat Windows 10 installiert. Widmen wir uns jetzt den vorhin angesprochenen Begriff Xbox Anywhere. Bei der Xbox interessant ist wohl das neu angekündigte Xbox Anywhere Feature. Alle Spiele, die dieses implementieren, erscheinen nämlich sowohl für Konsole als auch für PC und erlauben auch die Synchronisation von Spielständen zwischen den beiden Plattformen, was sicherlich die Grenzen für den einen oder anderen von uns sprengen dürfte. Wieso ist das jetzt aber interessant für uns? Erstens, Halo Wars 2 wird, wie zuvor bereits erwähnt, mit diesem Label erscheinen. Und zweitens, so ziemlich jede hauseigene Microsoft IP, die auf der diesjährigen E3 vorgestellt wurde, erscheint ebenfalls als Xbox Anywhere Titel.
darunter auch Forza Horizon 3 und Gears of War 4. Dies lässt stark vermuten, dass auch Halo 6 hier sich vermutlich irgendwann anschließen wird. Das war aber noch nicht alles, was vorgestellt wurde an neuen Xbox-Features. So war auch die Rede von Clubs, die wohl das Finden von gleichgesinnten Zockern erleichtern sollen. Wenn jeder einen Club erstellen kann, dann stellt euch darauf ein, dass es alsbald auch einen Halo-Cluster-Club geben wird. Kommen wir zu den Neuerungen in Halo 5. Zwar hat Halo 5 nicht die Showbühne betreten dürfen, dennoch gibt es Neuerungen für uns. Denn in naher Zukunft wird es allen Kampagnenliebhabern unter uns möglich sein, den sogenannten Score-Attack-Modus zu spielen. Hierbei kann man sich wieder mit Freunden im Punkte-Showdown messen und es gilt wieder die Balance zwischen Verbündeten helfen und Punkte abstauben zu finden. Weiterhin gibt es auch noch einen ausführlichen Schadensbericht nach dem Spiel und als Motivationshilfe noch Erfolge für Xbox Live. Lazo wurde hingegen ein wenig einfacher gemacht, was aber nicht bedeutet, dass Lazo jetzt einfach ist und lässt Spielern sich jetzt nach dem Ableben noch gegenseitig wiederbeleben. In Anbetracht der Tatsache, dass 4-Mann-Koop auf Legendär in Halo 5 bereits relativ schwer ist, ist das durchaus nachvollziehbar. Tja, liebe Leute, das war's auch schon wieder mit der diesmaligen Cluster-News-Folge. Ich hoffe, es hat euch gut gefallen. Die E3 hat leider nicht allzu viel für uns Halo-Spieler bereitgehalten, aber wir werden sehen, was in Zukunft dann auch so kommt. Wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Habt ihr eine Meinung zu den angesprochenen Themen, dann schreibt es uns unten in die Kommentare. Und ja, wir können da wieder ganz gemütlich miteinander schnackeln. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, verabschiede mich jetzt erstmal mit den Worten, ja, haut rein und macht's gut. Euer Benny meldet sich ab. Ciao, ciao.